Auch wenn eine unglaubliche Feste gebaut hier. Oh, die fliegen relativ gut oder Bullet Drop? Nice. Nachtmax, danke, dass du da warst. Die sitzt völlig allein an Trennungsängste. Das tut mir wirklich leid. Die Donnerblume. Das ist halt schlechter, das ist doch nur für. Ja, morgen ist wieder besser. Das tut mir leid. Überfallfahrzeug. Tut mir echt leid, Pudding. Geht's dir jetzt allgemein so vom Schmerzen und kannst du pennen und so? Ich hätte nicht nochmal schlagen sollen. Mein Leuchtsamen aufnehmen können. Oh. Hier brennt's. Gut, wir sind hier oben. Ayoba. Blutheißarena. Wir haben Dunkelfossil. Wir haben hier die verlassene Mine. Rüber. Sonst kann er bis kaum schwitzen, Gott sei Dank. Aber auch erst, seitdem ich wieder normal laufe. Okay. Das heißt also, Krücke ist jetzt auch erstmal weg. Ich bin nicht neugierig, aber... Was für ein Account? Jetzt bei der Seen... Oh. Die Seepointe. An morgen 7, morgen keinen. 8 Twitch-Account, okay. Bodenlos. Okay. Morgen kein Stream, nein. No, no, no. Bodenlos sind deine Uhrzeiten, wo du pennst. Wahnsinn. Ich finde, Max sollte sich den Schlafrhythmus an uns anpassen. Oh, guck mal, ich habe ein Herzen gemacht, warum auch immer. Aber warum habe ich denn Herzen gemacht? Da müssen wir doch mal hin. Was der Vergangenheitsmarkt da wieder verzapft hat, ich habe keine Ahnung. So, hier gibt es eine Kippe. Oh. Die Mine habe ich auch nicht. Ich bin schon wieder für die 20 Bits. Hans, was hast du mir zu erzählen? Doch mach mal bitte Stream morgen, ja? Bitte. Doch mach mal Stream morgen, ja? Bitte. 95% nicht, ne. Nein. Wir sagen Wandtreffen! Weg, obwohl ich eigentlich noch 2 Wochen. Heißer Kaffee, danke für den Support. Dankeschön. Rücken und Zeichen mit Max verlassen auf. Aber geht nicht. Schon macht eine Thrombose entschieden, passt mir dann kein Durmen. Das ist schon im Knöchel, aber hab die Schnauze voll. Gott, bin in 3 Kreuzzeichen, wenn das vorbei ist bei dir. 3 Kreuzzeichen. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Schlafrhythmus, kann man das essen? Ich wäre so froh, wenn ich ein Mensch wäre, der so 3-4 Stunden schlafen muss und dann ist, das reicht dann einem. Ich würde so viel mehr streamen bis in die Nacht hinein. Okay, wir haben hier noch 4 Orte. Aber das lasse ich mal außen vor, da müssen wir eh noch hin, ne? Na, Pull dran, Wahnsinn. Die reichen 5 Stunden Schlaf. Ich kann das mal machen. Ich kann das mal machen, aber mehrere Tage auf gar keinen Fall. Darauf bin ich echt neidisch. Ich hatte mal einen Lehrer damals in der Berufsschule, der hat die Nacht 3,5 Stunden geschlafen. Jede Nacht, egal welcher Wochentag. Von 2 bis 5:30. Jeden Tag. Der hat natürlich viel vom Leben, ne? Ich echt viel vom Leben. Das hier kann ich wegmachen. Das hier kann ich wegmachen. Okay. Dann würde ich sagen, porten wir uns hier hin, fahren hier hoch und dann darüber. Muss man sich dran gewöhnen. Das Ding ist, dass ich am Auto automatisch am Wochenende länger schlafen würde.
wäre für eine Abstimmung, ob das für morgen oder nicht. Wenn das so einfach wäre, dann würde ich auch sonst noch eine Umfrage machen, ob ich morgen arbeiten muss. Das wäre auch toll, wenn ihr dann kurz mit Nein stimmen könntet. Punkt, ich grüße dich, danke für den Support. Für den Support! Mache ich aber auch. Vor einer Länge, aber ich arbeite dann, schlafe ich zum Beispiel immer 5. Pudding, kannst du sofort einschlafen? Bist du so ein Mensch? Das Problem ist, du stehst dauerhaft unter Strom mit zu wenig Schlaf, aber kannst nicht mehr schlafen. Ich glaube auch wirklich, dass sie für manche gemacht sind. Und manche brauchen halt ihre 7, 8, 9 Stunden. Und ich brauche eigentlich so mindestens, eigentlich so 6,5. Dann bin ich auch fit auf der Arbeit. Ne, kann ich beißen, ist nicht okay. Mein Chef hat mich heute gefragt, wo ich heute Morgen war. Als ich verschlafen habe, habe ich auch nur gesagt, was? Ich verstehe sie nicht. Sorry, I don't speak German. Mikasa, Sukasa, Shakira, Shakira. I'm from French. From French. Aber wir haben eine Zeit. Nein, zur Arbeit wurde gesagt und dass du deswegen nicht kommst. Okay. Ich schreibe gleich meinem Chef. Ist sehr laut hier. Ich kann sie nicht sehen. Bleibt das Moped da liegen? Nein. Julian, vielen Dank fürs Folgen. Ich grüße dich. Ich sag morgen erstmal mein Chef, wenn er kein Sub ist, rede ich nicht mit ihm. Ich habe only Sub-Mode an. Mach mal bitte früher feiern morgen, ja? Bitte. Wegen so einem schlechten Schlaf und eine halbe Stunde gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Wie geht's auch so mit Schichtarbeit? Okay. 6 Stunden ist noch ganz angenehm, wäre ein Traum. Warum ist es bei dir nicht so gut möglich? Hat Marc mich jetzt ignoriert? Man soll sowieso immer ungerade Stunden schlafen, weil man dann nicht in eine Tiefschlafphase auftaucht und fitter ist. Gibt es nicht diese 1,5-Stunden-Rechnung? Also entweder schläft man 1,5 Stunden, 3 Stunden, 4,5 Stunden, 6 Stunden, 7,5 Stunden. Ist das nicht so irgendwie der Fall? Sowas habe ich mal gelesen. Und nein, ich habe dich nicht ignoriert, wenn dann überlesen. Das ist ein Riesenunterschied. Moin Dom, ich grüße dich. Du schläfst einfach 10, ja gut. Vito, vielen Dank fürs Folgen. Wünsche guten Abend. Okay. 1, 3, 5, 7. Okay. Ich brauche allgemein nicht viel und mit Kindern bekomme ich sogar noch weniger. Okay. Verstehe ich. Kommt gleich bestimmt, Punkt. Kommt gleich bestimmt. Ja, ja, heißt, ne? Wissen wir alle. Frohes Neues, Max. Schönen Geburtstag noch. Vito, danke für den Support. Klim. Wir können bauen folgendes Fischerboot. Okay. Schade, das hört sich eigentlich immer so cool an und dann ist es. Bleh. Farm wollen wir hier nicht. Müssen drehen. Eins, drei, fünf, sieben. Ich habe eine Waffe entworfen, wo 100 Damage, also 100 Schaden verursacht und Dämonen erhalten. Da ist bitte 100 Schadenwaffe, ist sehr gut. Ich komme jetzt mal bei dich hin. Ich habe es auch nur mit Hilfe vom Chat geschafft. Darf ich fragen, was los ist, Sarah? Tut mir leid, Punkt. Ich kann ja wirklich nur verweisen. Schaut euch YouTube-Videos an für das Moped. Probiert es aus, probiert es aus, probiert es aus. Jetzt machen wir mit meinem Training. Ich kann mir vorstellen.
Freundeskreis haben auch relativ viele Kinder bekommen. Da gibt es die unterschiedlichsten Versionen von das Kind schläft jeden Tag 6 Stunden durch bis zu 2, maximal 3 Stunden. Warum habe ich mir das markiert? Das ist eine Mine. Ich wollte gerade sagen, ich hab mir auch ein paar auf YouTube angeschaut, wie man das Moped baut und der Rest hat Chat gemacht. Ich würde einfach mal googeln nach How to make a flying Moped. Das kommt immer gut. Hallo Sasa, vielen Dank für den Support, ich grüße dich. Alles gut bei dir? Hab ein Zwangsgeld von Ernst bekommen, weil unsere alte Steuerberaterin vergessen hat, einen privaten Schein von uns zu machen. Habe ich Zeit bis Dienstag und auch zu erledigen mit dem neuen Steuerberater von 2021. Gott. Gott. Alles prima, danke selbst auch. Ja, safe. Kann ich klagen. Ich kann nicht klagen. Wollen wir jetzt hier noch runter für eine... Ja, doch. Doch, doch. Das machen wir. Hauptsache das bezahlt bei dir, das ist schon echt frech. Das ist echt gefährlich. So. Bogen raus. Donner dran. Wasser. Jetzt einfach vergessen, sagt sie. Ich weiß nicht, hat nicht so eine Steuerberaterin Fürsorgepflicht? Wie sieht es bei solchen Fehlern aus, wenn das wirklich finanziellen Schaden mit sich bringt? Steuerberaterin oder Steuerberater, kann ich mir nicht vorstellen, auch selber zu machen, ne? Also ich habe letztens, ich musste auch jedes Jahr die Steuern machen, alleine wegen Twitch. Es ist so trocken, so langweilig, so nervend. Es ist auch gefühlt nicht jedes Jahr gleich. Man muss immer was Neues beachten. Und wenn ich mir doch vorstelle, dass mein Job ist, Gott. Noch muss ich das Zwangsgeld nicht zahlen, weil die Frist nicht abgelaufen ist. Okay. Immerhin. Immerhin. So haben wir die Orte. Schloss haben wir. Mine im Hebratal haben wir. Da waren wir. Die können wir abhaken. Und dann fliegen wir hoch. Wichtig, Pudding, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Was Mission? Jägerbaupläne. Ich habe die Zahl, glaube ich, wieder vergessen. Es gibt. Ich habe 31 eben gesagt. Ich glaube, es gibt 33 oder so. 34? 26, ein paar fehlen noch. Und nebenbei schaue ich mir noch die Orte hier unten im Untergrund an. Ob ich die alle habe, weil die zählen ja auch zu 100%, ne? Also ich kann für Steuern. Ich benutze die App Taxifix da. Also Taxifix heißt die App. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Aus dem Online, ja. Ich hab eine App auf dem Handy. Ist super. Bekommt alles mit. Ja, ja, gut. Es geht privat. Ne? Und hier für Twitch ist es auch noch echt easy. Aber wenn man halt selbstständig ist, erst recht auch noch dann. Wegen Einkaufen, Verkäufen, Vorsteuer, Umsatzsteuer. Hör mir auf. Hör mir auf. Meine Steuer macht meine Ex-Frau. Gut, dann versteht euch hoffentlich gut. Sonst Privatinsolvenz. Tochter ist auch krank. Gute Besserung. Hoffentlich nicht so doll. Du machst auch Taxifix. Gute App, gute App. Sie macht das prima, Gott sei Dank.
Der Montag Geburtstag funktioniert voll gemein. Oh Gott. Was für ein Timing. Was für ein Timing. Wo ist der Bösewicht? Der fährt irgendwo hier rum. Der ist mir besser als Taxifix, weil Taxifix ist nicht unterschieden. Wenn alles zusammenwirft, dann habe ich ein Problem. Okay, verstehe. Richtig, müsste heute im Juli schon hin und wurde dann einen Tag vorher auch krank. Oh mein Gott. Wie viel Pech kann man haben? War ich hier schon? War hier schon. Habe ich eben nicht richtig geschaut. Habe ich schon abgeschickt und die private fehlt noch. Okay. Countable muss ich auch mal merken. Meine Batterien sind auch schon 5 Batterien und eine angefangen. Nice, sehr gut. Immer weiter, immer weiter. Ja gut, das ist eine gute Rechnung, Pudding. Das ist gut. Und das hat die Richter gewischt. Oh Gott. Ich habe für heute TTK aufgegeben, weil dann eine Monsterbande ist und ich nur Stücke als Waffen habe. Hm. Dann vielleicht von anderen Gegnern eine andere Waffe holen. Schaffst das schon beim nächsten Mal. Da gibt es schon ein paar fiese Stellen. Guck, okay, du bist halt für Unternehmen, vielleicht hilft dir das mit deinen Gym. Ja. Wir sind gerade irgendwie auf Steuern gekommen. Ach ja, wegen Sarah. Sarah hat das Steuerthema angefangen, Eileen. Sarah schuld. Mir fehlt kein Ort. Schulterlava-Fälle. Hier oben auch 2 Orte, haben wir. Kann ich mitreden? Ich mache keine Steuern. Sorry, alles gut. Wir reden über so viele Themen, also da kann das schon mal vorkommen. Vor 2 Jahren gemacht habe und was da war, ich trage es einfach ein. Ich habe dieses Jahr so viele Bilder verkauft, dass ich auch Steuern machen musste. Bilder verkauft? Was machst du? Zeichnest du? Fotografierst du? Hier ist eine Mine. Die haben wir. Hier müssen wir hin. Genau, und hier waren wir. Und Black Cat, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank fürs Folgen. Ich grüße dich. Bin nur im Regen unterwegs. Bekomm kaum was mit. Oh Gott, komm schnell nach Hause, Eileen. Komm schnell nach Hause. Vielleicht eigentlich die Lohnsteuerbescheide. Ja. Sarah mit H. Ah, hallo Sarah mit H. So was müsste als Standard in den Schulen geben. How to make a Steuer. Ja. Da gab es eigentlich einen sehr guten Bericht. Mal, die war, wie alt war die Frau? 17, 16? Was hat die geschrieben auf Twitter? Ich weiß, in 3 verschiedenen Sprachen ein Gedicht zu analysieren, aber ich weiß nicht, welche Versicherung ich brauche. Ah, Ölmalerei bis Aquarell. Okay. Okay. Steuerberater regelt, ja. Ach, ich habe das nicht bei Elster. Die wollen alle Angaben über alles, was abgegeben wurde. Als Anzeige, was für eine Pisse. Hm. Nur Handy mag regen nicht. Komm schnell nach Hause, Aline. Beeil dich. Steuerberater kann man natürlich auch machen, ja, aber man will ja doch bei solchen Sachen noch ein paar Cent sparen, ne? Aber ja, was das Schulsystem angeht, ich finde auch so, erstens Handwerk näher bringen, über Versicherungen, Steuern, sowas mal auch mal ein bisschen reden. Das muss kein richtiges Fach sein, das kann irgendwie so ein allgemeines Fach sein. Ich finde, es sollte irgendwie so ein Fach geben, was brauche ich, wenn ich ausziehe? Und dann kann man überlegen, so als ganz normaler Mensch, ja, was da alles anfällt, ne?
was man alles jetzt selber machen muss. Wie man mit Fixkosten umgeht, mit Verträgen und, und. Nee. Wir schauen uns lieber wieder die französische Revolution an. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall nicht viel. Und Charlie, wie geht's dir? Anträge ausfüllen, ja genau. Oder Gartenarbeit. Wie pflanzt man was an? Und. Finde ich viel wichtiger als manche Sachen. Es ist wie, war ja auf einer Handelsschule und da war auch sehr viel Buchführung. Und da mussten wir noch T-Kontenblätter ausfüllen. Also T-Kontenblätter sind wirklich, da ist ein Gewinn- und Verlustkonto und da sind die einzelnen Sachen und da musst du von Sollern haben, buchen und. Das Ding ist, das muss man gar nicht mehr machen. Das muss man seit Jahren nicht mehr machen mit diesen T-Konten. Aber man macht das immer noch in der Schule, damit man das angeblich versteht. Das Ding ist, man bucht heute nicht mehr händisch. Man gibt das irgendwo ein System ein und dann werden die Buchungen halt selber gemacht. Und jede Firma, fast jede Firma, ich würde jetzt nicht von Selbstständigen reden, die keine Angestellten haben oder nur ein, zwei, die haben alle einen Steuerberater, alle. Du musst das nicht mehr wissen. Aber nein, wir hatten das 3 Jahre lang in der Schule. T-Kontenblätter kaufen. Gott, hab ich es gehasst. Ich konnte es easy. Ja, ich habe auch, keine Ahnung, 2 plus, glaube ich, halt im Endeffekt gehabt. Aber es ist super unnötig. Geht nicht um die Schwierigkeit, sondern es ist super unnötig. Es hat keinen Spaß gemacht. Es war, boah, ätzend. Ich bin auf einem Bauernhof mit eigenem Betrieb aufgewachsen. Ich habe alles gelernt, alles. Bauernhof, eigener Betrieb, da ist ja genau das, was ja eigentlich so fehlt. Gut, und dir? Muss morgen arbeiten. Hoffentlich wird's gut. Mir geht's auch soweit gut. Wir hatten in der Schule verschiedene Arten von Bauern im Mittelalter. Ich meine, für was? Bauern im Mittelalter. Interessant. Wie man es damals gemacht hat. Sarah, vielen Dank für den Gift-Sub an Sarah. Dankeschön. BLVCK-Vibes giftet ET1 Sub to Black Cats-S. They have given 27 Gift-Subs in the channel. Wir zahlen nicht so viel 40 bis 50 private Steuern. Hab letztens 90 Euro für Geschäfte im Privat gehabt. Das geht ja echt noch. Einmal verschrieben, alles von vorne, genau. Und das Schlimme ist auch an T-Konten halt, wenn man es auch in der Schule gemacht hat, hast du dich zum Schluss bei G&V vertan. Das ist nicht plus, also auf beiden Seiten gleich rausgekommen. Musstest du den Fehler suchen. Und fang mal an, während der Klausur. Ja, gerade bald nicht. Dann sind die Gärtner in Fachrichtung Landschaftsbau fast arbeitslos. Justin, mir geht's ja so eher in die Richtung, dass man so das typisch deutsche Gewächs an Salaten und sowas, dass man sowas auch mal pflanzt in der Schule, wie man das macht mit der Blumenerde oder wann pflanzt man das ein, wann darf man sowas einpflanzen? Kenne ich gar nicht, T-Konten, dann sei froh. T-Konten mega, in der Berufsschule zur Steuerfachangestellte habe ich gefragt, warum die sämtliche Einkommensteuererklärung per Hand ausfüllen und rechnen sollen. In der Praxis wird das alles als eingetragen. Genau, es wird nicht mehr, also es ist gut, dass man das mal gesehen hat, wie das funktioniert hat. Das sind für mich aber 2 Unterrichtsstunden und dann jalla weiter. Aber nein, man macht das wirklich. Steuerung und Kontrolle hieß das Fach bei mir. Steuerung und Kontrolle. 3 Jahre lang. Abfahrt. 2 Jahre lang. Handelsschule war 2 Jahre. Einfach nur ein Grundwissen, Justin. Dass wenn man zum Beispiel draußen was pflanzt, dass da vielleicht Blumenerde drum muss und das ist nicht die gleiche Blumenerde, die ins Haus kommt. Sowas einfach. Schulgarten als Fach, das ist eigentlich schon echt dann nice. Hallo Birgit! Hab nie Fehler gemacht, nice. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ich fand's ätzend. Aber ich hatte noch so eine Grundhaltung, die schon so ablehnend war gegenüber dem Fach. Ich kann keinen Busfahrplan lesen. Aber weiß die Geschichte des Römischen Reiches, brauche ich nie. Gut, einen Busfahrplan lesen in der Schule, weiß ich nicht, ob das irgendwie da so, also, da würde ich mal ein paar Freunde fragen oder Eltern. Die neue Welle Mario Kart 8 ist halt echt schön gemacht, habe ich noch nicht gesehen, nur davon gelesen, dass sie draußen ist. Von Kochen, landwirtschaftlichen Betrieben, Dingen, Jagen, Pilzkunde, Tierzucht, mega gut, das ist so viel Allgemeinwissen, finde ich.
Es gibt so viele Leute, die nicht wissen, wo das herkommt, dass sie essen. Das ist auch eine Aufklärung. Die haben zum Beispiel auch meine Eltern gemacht, wo halt, wie das Fleisch halt geschlachtet wird und sonst was. Sollte man schon wissen. Erst recht, also bei mir ist das so, bei diesen typischen Dingen halt, wir haben 2023 und jeder safe, also ich kenne keinen, der kein Internet hat. Sagen wir es so. Die Information kann man sich heute schon gut besorgen. Dekon habt ihr momentan. Das ist gut, Raven. Ach, fehlerfrei, dafür in der mündlichen Prüfung. Verkackt wegen Prüfungsangst und 1,0. So. Das ist doch trotzdem nice. Und ich weiß auch nicht so. Ich finde mündliche Prüfung irgendwie komisch. Weil einfach Menschen auch mal dafür nicht gemacht sind, vor 3-4 erwachsenen Menschen dann halt zu reden, frei zu reden, unter Zeitdruck und dann sein Wissen abzuliefern. Weil sowas gibt es auch nicht in der Arbeitswelt. Ich verstehe das nicht. Da werden Situationen halt für Menschen irgendwie erstellt, wo ich denke, ah, Alter, warum muss das jeder machen? Ich verstehe es nicht. Alles klar, Lieben, bis gleich. Hast du Prüfung verstehen? Ich hatte auch Prüfungsangst, ja. Die Ausbildungsstufe war Horror, aber durchgezogen und dann noch aufgebaut und was anderes gemacht. Cool, sehr cool. Jemand, der ohne Internet lebte, der war in meiner Abi-Klasse und immer in der Bibliothek, wenn er einen Computer musste. Okay. Alles freiwillig von dem. Nicht von Elternseite aus. Für uns war es vereinfacher, da wir nicht zuordnen müssen, ob Schulden anfangen oder unterfangen. Aber immerhin habt ihr es mal gesehen, Lumaro. Aber ich weiß nicht. In der normalen Schule? Das ist keine Schule morgen, Lena. GZ. Bis vor kurzem hatte ich auch kein WLAN. Also war das nicht gemeint, Charlie. Du hast ja zum Beispiel auch ein Handy gehabt, wo du auch Internet drin hattest. Ich will damit nur sagen, dass so ein bisschen Grundwissen, finde ich, wenn es nicht irgendwas ist, was man erklärt bekommen muss. Wie zum Beispiel das Ganze von T-Konten. Okay, davon gibt es aber auch wieder unzählige YouTube-Videos. Durch diese Internetzeit kann man sich wirklich auch sehr viel anbringen. Was war da letztens für eine Diskussion? Es war ja letztes Jahr, ne? Letztes Jahr war ja die Katar, die WM. Und da meinte wirklich einer meiner Kollegen, ja, ich wusste gar nicht, dass es da so schlimm ist mit den Menschenrechten. Das habe ich jetzt erst rausgefunden. Da denke ich mir so, okay, als die WM vergeben wurde, war das ein Riesenthema mit den Menschenrechten da. Währenddessen immer und dann einer so, ja, ach so, da ist ja was mit den Menschenrechten. Und da denke ich mir so, oh ja, du bist jetzt 30 Jahre Fußballfan und willst mir jetzt sagen, dass du dich seit 4 Jahren nicht für die WM interessiert hast und weißt es ja nicht. Keine Ahnung. Das sind so Dinge so, okay, es gibt Internet, das braucht dir keiner erklären. 2,5 Minuten googeln, du weißt es. Was hast du gegen die Französische Revolution? Ist mir zu lang her. So, also Pudding kenne ich Sarah auch, der gut aussehende Mann da, ich mit der Tag ist gerettet, Sarah, mit Haar. Auch Werken, Unterricht und wollen noch Holz und Metall arbeiten, mega gut. Hatten wir auch noch kochen, mega gut. Mega gut. Als wenn ich nicht frei reden kann, suche ich mir auch vor allem nicht einen Beruf aus, wo ich das machen muss. Ja, genau, richtig. Und dann in der Schule dafür gezwungen werden. Dazu gezwungen. Nicht dafür, sondern dazu. Orientierung. Wir wollten noch spielen, ne? Ah. Hier haben wir die Mine. Die Mine haben wir auch. Und da oben habe ich alles nachgeschaut. Okay, ich suche nur kurz raus. Da oben. Ja, da war ich. Können wir abhaken. Wir brauchen gar nicht hier hoch. Tja, würden mehr Menschen wissen, was früher passiert ist, würde die Menschheit weniger Fehler wiederholen. Die letzten 70 Jahre würde mir schon reichen, Jonas. Letzten 80 Jahre. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was die Französische Revolution so auf mein
Dasein beeinflusst hat. Eine Waldkamera, sagen, dass so gut aussieht. Heilig Gott. Muss, glaube ich, gleich das rote Licht anmachen. Das sieht man auch, dass ich rot werde. Danke für die netten Worte. Mine haben wir. Da gehen wir nicht rein, kriege ich Ärger. Aber hier. Da wollen wir hin. Sehr gut. Genau, das Spiel ist das neueste Zelda, ja. Der Nachfolger von Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Wie würdest du geopolitische Probleme verstehen, wenn du die Geschichte hinter dich kennst? Ich wüsste jetzt nicht, was die Französische Revolution mit einem Russland-Konflikt mit Ukraine zu tun hat, zum Beispiel. Aber lass uns nicht über Politik reden. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber sagen wir es so. Wenn man sich mit der Geschichte halt beschäftigt, auch mit der Französischen Revolution, was davor oder was danach war, oder Römisches Reich, dann muss man auch dafür sorgen, dass man sich mit der Zukunft beschäftigt. Also dann muss es irgendein Zukunftsfach geben. Wo geht's hin? Was kann passieren? Darauf wollte ich eigentlich mal hinaus. Ich finde auch, es eigentlich auch angebracht, wenn man zum Beispiel Kryptowährung erklärt in der Schule. Weil es halt immer präsenter wird und auf jeden Fall nicht an Bedeutung verliert. Ob es dem Darien, dass du heute in einem... Dein Leben dahingehend, dass du heute in einem mehrheitlichen, humanistischen, freiheitlichen Denken und Demokratie bist. Fakt ist aber auch, Jonas, auch wenn ich das nicht in der Schule gehabt hätte, würde ich so leben. Mayonnaise ist ein Instrument, ja. Da kann man sehr gut mit hohe C spielen. Mein Bogen kaputt. Viel Erfolg, Tomaro. Ist Montag. Noch so schlau sein und wissen, das sind halt auch nichts. Und das ist halt die Frage, was ist halt schlau, ne? Hey, listen! Ja, oder? Überlegt, ich kenne euch fast 2 Monate, die Zeit rennt. Zeit rennt. Nochmal, der Text ist dem beeinflusst, das mit Sicherheit nicht in dem Maß, aber zu wissen, warum die Dinge passiert sind. Unser Leben hatten und haben, das ist sehr wichtig. Okay, dann sag ich dir ganz ehrlich, 90% war ich davon nicht mehr. War ich nicht mehr. Ich würde sagen, 95% von der Schule war ich nicht mehr. Und dann sage ich jetzt auch nochmal, wenn man sich dann auch mit der Vergangenheit beschäftigt, dann soll es auch Fächer geben, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Gigabauplan. Viel zwecklos. Okay. Mit dem auch. Warum? Ach, das sind wirklich Statuen. Okay. Gut, den können wir abhaken. Und außerdem sagte ich auch nicht, dass man das streichen soll. Waren wir hier? Ja. Wie viel haben wir denn noch? Oh. Da müssen wir gleich nochmal rumfahren. Huch. Also, den Ort haben wir. Rumibau. Da waren wir auch. Das wird machen. Falls ihr auf eurem Server darf. Oh, das ist süß. Natürlich das auf unserem Server. Und die Frage sollte es die Fächer geben, wobei Geschichte auch durchaus zukunftsorientiert ist. Nicht die reinen Daten. Aber wenn du das jetzt so erklärst, halt wie eben, dann ist ja quasi auch, was du halt eben meintest, ne? Du
dass du heute in einem mehrheitlichen, humanistischen, freiheitlichen denkenden Demokratie lebst, ist ja quasi auch die Zukunft, ne? Also, das würde ich ja da auch gar nicht mit ausschließen. Die Orte haben wir. Das haben wir nicht. Hey, my lovely Mr. Singing Club. I believe I spider. Und Tilo Shit hat irgendwo jetzt, oder warum, sorry, dumm, das verstehe ich. Also, und Hühlerschild. Ich verstehe da den Satz nicht, dumm. Birgit, schäm dich. Du magst die Krog von dem. Wow, mutig. Wir gehen runter. Was ist eigentlich mit Blut passiert? I don't know. I don't know. Ah, du hast das Hühlerschild gefunden. Okay, nice. Sehr gut. Hier direkt ins Gesicht. Schön. Wie lange sind wir eigentlich jetzt schon an? 2:12, okay. Dann würde ich sagen, machen wir nächsten Bauplan noch und dann eine kleine Pinkelpause, wa? So ist der Plan. Ist das mit Schuss? Warum wird mir immer unterstellt, dass ich hierbei Alkohol trinke? Das ist einfach eine ganz normale Apple-Schorle. Was mache ich damit? Darf ich fragen, wie man sich anzeigen lässt, wo man war? Nein, darfst du nicht fragen. Nächste Woche ist das zu fragen. Spaß. Du musst dafür in Hateno eine Quest machen. Im Hateno-Institut. Bup. Kannst mir nicht merken. Da, hier ist es. Hier ist eine Questlinie. Und wenn du das gemacht hast, gibt es den Pfad der Helden. Bei mir ist es auf X. Aber ich habe mir ein bisschen umgestellt. Und dann wird es angezeigt. Wirf einfach mit die Date weg. Ja. Und wenn du hier die Quest nicht hast, musst du noch einen Spähposten zu Pura. Die hat für dich Quest für den Untergrund. Und wenn du die gemacht hast, dann schickt die dich nach Hateno. Und um 22 Uhr wechselst du die Flasche, die keiner sehen kann. Ach so, da bin ich nicht. So Leute, ich melde mich mal wieder ab, schaue noch weiter zu. Muss nur Handy laden. Alles klar, Sarah, vielen Dank für den Lurk. Mach das jetzt richtig, bin so wie eine Omi, was Twitch angeht. Gar kein Problem. Im Glas kann man Dinge besser mischen. Apfelweinschorle, ich habe damit nichts zu tun. Jo, passt. Dort suchen, ich war dort und gefunden. Sehr gut, Dom. Sehr, sehr gut. Ich finde das immer so verdächtig, wenn das Glas da steht. Das ist ganz normale Apple-Schorle. Ich hab da nichts reingetan. Versprochen. Nächster Jägerbauplan. Wie viel haben wir denn? 27. Macht 80% stark. Sagt er und lacht verdächtig. Nein. Oh Gott. Pudding in der Wand, aufpassen. Sarah schreibt über mit. Was zu sagen hat. Hab gehört, Marco hat Komplimente gekriegt. Während ich duschen war. Ich hab mich da raus, Raven. Du mit der Tierauffangstation und den 13 Pandas, die du gerettet hast, im Regenwald, nachdem du da die 40 Hektar beschützt hast mit deinen eigenen Händen, habt ihr eh keine Chance. Das ist die Anzahl der Pläne bei Wichtiges. Und hier sind die Liga-Baupläne. Entschuldigung, ich grüße dich. Wie geht's dir? Hier sind noch die Schatzkarten. Hallo Denise, alles gut bei dir? Apfelschorle mit verdächtig klarem Wasser.
Den Wechsel. Achso, ist der. Oh Gott, noch ein Kompliment. Fuck. Heute ist mein Tag. Ich spiele gleich Lotto. Ah, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Auch bei der auch? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wo ist denn jetzt der Kollege, den wir beenden müssen? Dankeschön, Denise, für den Support. Ich höre hier. Da ist er. Kriegen wir den? Nein. Ja, schön. Was? Was? Hat geklappt. Ja, hat geklappt. Okay. Tolles Wetter, ja. Ich mag's hier. Denis, dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Ich mag Hähnchenfleisch. So. Wo ist der Eingang? Heike. Schieben wir mal das Glas langsam hier weg. So. Ich wusste es. Ah. Hansche unauffällig. Hans! Unauffällig, ne? Über Briefe und Stempel. Der Postbote oder was? Nebelrakete. Hätte denn vielleicht?